Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar MetaTrader Plus, neue Tools für den MetaTrader 4. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Freue mich, dass doch so viele zahlreiche Teilnehmer heute anwesend sind. Also hier in Ratingen scheint der Sommer jetzt vorbei zu sein. Es regnet, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns heute mit dem MetaTrader und mit dem MetaTrader Plus beschäftigen. Es sind ja einige Neuerungen dazugekommen in den letzten Wochen und die möchte ich Ihnen heute mal kurz vorstellen. Eventuell haben Sie sich schon bereits die aktuelle Version heruntergeladen. Auch hier nochmal kurz, falls neue Zuschauer dabei sind, neue Teilnehmer, die dann das Paket nicht kennen, finden Sie einmal unter Handelsplattform und dann MetaTrader Plus. Hier den Download-Link. Wer bereits MetaTrader Plus installiert hat, kann einfach die neue Datei darüber installieren. Ja? Also Sie brauchen nichts löschen etc. Da werden die Dateien werden automatisch aktualisiert. Also einfach nochmal die Installation durchführen und Sie finden jetzt unter Training und dann MetaTrader Plus Indikatoren alle Indikatoren, die in dem Paket enthalten sind, natürlich mit ein paar Informationen und Benutzerhandbücher, die allerdings in Englisch ist, aber ich denke, nichtsdestotrotz doch verständlich ist. Und wir werden jetzt auch die neuen Indikatoren, die dazugekommen sind, ja auch einmal zusammen durchgehen. Und deswegen sollten sie dann, denke ich mal, auch die Fragen beantwortet sein. Ja, einige Indikatoren hatten wir uns schon angeguckt. Und dazu gab es ja auch schon ein Webinar. Sie finden ja unsere Videos hier unter Training Videos. Und dann unter MetaTrader 4 und dann schauen Sie mal dort, da werden Sie auf jeden Fall entsprechend das Webinar finden und natürlich auch andere neue Webinar-Aufzeichnungen. Gut, dann bevor wir mit dem Chart anfangen, einmal Risikohinweis, heute ganz wichtig. Einmal bitte zur Kenntnis nehmen. Und natürlich auch für die Aufzeichnung, falls Sie sich jetzt die Aufzeichnung angucken, auch ganz wichtig. Wunderbar. Dann kann das hier weg. Und jetzt sollte die Plattform zu sehen sein. Okay. Also. Wie man, die Installation jetzt durchführt, das habe ich auch schon in dem Webinar gezeigt. Also falls Sie das Paket noch gar nicht installiert haben, schauen Sie sich mal die Webinare zu MetaTrader Plus an. Ist aber wirklich relativ einfach. Und ansonsten sehen Sie hier bereits auch einen Indikator, den ich auch schon vorgestellt hatte. Und zwar der Indikator Chart Group. Und Sie sehen ja hier diese Felder hier, wo jetzt Forex drin steht. Diese drei Charts sind miteinander verknüpft. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel den Chart ist jetzt wechseln möchte, ja, oder den Wert und gleichzeitig aber auch alle anderen Charts, weil sie andere Zeiteinheiten haben, mit verändern möchte, dann benutze ich hier diesen Chart Group Indikator. Ich nehme jetzt mal US30, ist zwar jetzt kein Forex mehr, aber es geht letztendlich um die Funktion und Sie haben jetzt gesehen, es ist jetzt überall US30 im Chart drin. Ja? Das können Sie natürlich beliebig machen, also Sie können jetzt weitere Charts hinzufügen und dann daraus eine neue Gruppe machen, DAX oder Euro, US-Dollar, was immer Sie möchten.
und entsprechend immer mehrere Charts gleichzeitig ändern. Okay, aber wir machen jetzt erstmal einen neuen Chart auf. So. Ja, ich kann jetzt, oder ich lasse mal den Euro ist Dollar, spielt eigentlich keine Rolle. Und gehen jetzt zusammen die neuen Indikatoren durch. Sie haben ja die Möglichkeit, entweder hier über das grüne Plus und dann Benutzer definiert, da finden Sie alle Indikatoren, die zum Paket dazugehören. Und daran, Sie erkennen die Indikatoren daran, dass überall am Anfang FX Flat steht, ja. Also sehen, wie viele Indikatoren mittlerweile drin sind. Also schon einiges. Und ich finde alle doch sehr sinnvoll. Und die neuen werden wir entsprechend jetzt durchgehen. Also an erster Stelle finden Sie bereits einen Indikator, der jetzt neu dazugekommen ist, und zwar Bar Changer. Ja? So, jetzt muss ich hier mal das Fenster hier rüberziehen. So. Und dieser Indikator, der ist meiner Meinung nach ja, ein wirklich sehr sinnvoller Indikator, wurde auch oft gewünscht. Und zwar kann man damit bestimmte Intervalle aus dem Chart ja ausgrenzen. Bedeutet, als Beispiel, Sie wissen ja, der DAX oder DE30 CFD läuft ja bei uns die Nacht durch. Und es gab oder es gibt viele User, die doch lieber die FDAX-Zeit haben möchten, also von 8 bis 22 Uhr und alles andere ausblenden möchten. Und das ist jetzt mit diesem Indikator möglich. Ja? Gut, Timeframe können Sie so lassen. Bedeutet, wenn Sie die Quelle, also diesen Chart, wo Sie den Indikator hinzufügen, entsprechend da die Zeiteinheiten ändern, wird sich dann der andere Chart, Sie werden sehen, wir müssen da einen anderen Chart dazu öffnen, wird sich entsprechend mit verändern. Ja, also ist wirklich gekoppelt. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, andere Zeiteinheiten hier einzutragen. Dann ist diese Zeiteinheit aber auch dann fix. Okay? Wir können ja, gut, jetzt habe ich hier den Euro-Dollar, deswegen machen wir jetzt eventuell doch den DAX, obwohl der jetzt auch, ja, nehmen wir doch ruhig. Und jetzt nochmal hier den Indikator. Gut. So, dann, wie ich eben schon gesagt habe, Sie wollen zum Beispiel die Zeit von 8 Uhr bis 22 Uhr. Jetzt müssen Sie hier nur kurz berücksichtigen, dass Sie nicht die lokale Zeit nehmen, also unsere Zeit, sondern die MT4 Serverzeit. Und das ist ja plus eine Stunde noch dazu. Das heißt, Sie müssen hier nicht 8 Uhr, sondern 9 Uhr eintragen. Ja? Und entsprechend wäre ja dann nach unserer Zeit würden wir ja 21 Uhr 59 eintragen. In dem Fall dann 22 Uhr 59. Ja? Jetzt gibt es aber eventuell auch den Fall, dass Sie beim anderen Wert, ja, ich sag mal von 23 Uhr bis, von 23 Uhr bis 6 Uhr, 7 Uhr ausblenden möchten. Also wirklich von einem Tag auf den anderen. Und das ist auch hier möglich. Sie würden dann hingehen und schreiben, oder sagen wir 22 Uhr bis 8 Uhr zum Beispiel, ja? Also wenn Sie wirklich die Zeit da ausblenden möchten, betrifft jetzt nicht den DAX, also generell einfach den Sachverhalt, dann geben Sie hier ein, entsprechend die Uhrzeit und trennen das Ganze mit dem Komma. Ja, also Sie würden dann hier 23 Uhr 59 eintragen und dann wieder mit 0 Uhr anfangen. Und dann die Zeit, die Sie haben möchten. Okay? Also mit dem Komma entsprechend trennen. Dann haben Sie auch ja, ein Intervall, der wirklich von einem Tag auf den anderen geht.
Und dann ist das auch gewährleistet, dass das funktioniert. Okay, dann machen wir hier, wie gesagt, den F-Tax oder die Zeit vom 8. bis 22 Uhr. Alles andere können Sie eigentlich so lassen. Dann ist das auch gewährleistet, dass auch die Ticks richtig übertragen werden. In dem Handbuch steht auch nochmal alles ordentlich erklärt, falls Sie da entsprechend mehr dazu wissen möchten. Was Sie noch eventuell doch machen könnten, ist hier einen Symbolname einzutragen. Er würde ansonsten einfach D30 übernehmen und dann eine Zeit dahinter, beziehungsweise Symbol. Ich glaube, in dem Fall wäre es M1234. Oder Sie sagen, auch damit ich das einfach besser auseinanderhalten kann, dann könnte ich jetzt hier, ja, obwohl das ja auch nicht der F-DAX ist, aber einfach damit ich weiß, okay, das ist die Uhrzeit von 8 bis 22 Uhr. Sie könnten natürlich auch den Xetra-DAX nehmen, ja, wäre dann von 9 Uhr bis 17:30 Uhr, aber hier wieder MetaTrader-Zeit. Entsprechend von 10 Uhr bis 18:29 Uhr und dann hier den X-DAX reinschreiben für Xetra-DAX. So, das machen wir jetzt auch und dann machen wir OK. So, wie Sie sehen, passiert nichts. Das ist so das Einzige, was jetzt man beachten muss. Einfach einen Offline-Chart öffnen. Lassen Sie sich von dem Begriff nicht irritieren. Das ist jetzt kein Chart, wo Sie nichts machen können, weil der offline heißt, sondern das ist einfach eine Bezeichnung für die Zeiteinheiten, die jetzt im MetaTrader nicht standardmäßig sind. So, ich hatte gesagt, Xetra DAX, na, dann müsste er, sehen Sie, und da ist er dann jetzt vorhanden. Okay, und einfach mit dem Doppelklick oder öffnen, je nachdem. Und Sie haben jetzt den neuen Chart drin. Und mit diesem neuen Chart können Sie selbstverständlich alles machen, was Sie möchten. Heißt, Indikatoren hinzufügen, auch EAs funktionieren, ja. Und ich muss den hier nur kurz gleich neu laden, dann funktioniert das auch. Aber Sie sehen, dass hier ein neuer Chart geöffnet wurde und jetzt vergleichen wir die Uhrzeiten. Also, so, dann schauen wir mal. Ja, das war die Kerze um 18:25 Uhr, also 17:25 Uhr tatsächlich. Und der neue ist dann um heute Morgen um 9 Uhr. Und wenn Sie jetzt weiter unten verfolgen, dann ging das auch tatsächlich bis 18 Uhr. Sie sehen ja hier jetzt 25, weil das jetzt der 5-Minuten-Chart ist, ne? Wenn Sie sehen. Und der endet ja dann bei 29 Minuten und 29 Sekunden. Gut, jetzt sehen wir natürlich nicht, dass hier die Kurse laufen, weil der ja entsprechend schon zu ist. Deswegen machen wir das Ganze einfach, damit Sie sehen, wie das auch funktioniert. Machen wir das Ganze auch mit dem US30 und nehmen hier aber dann die New York Zeit. So, dann machen wir das Ganze nochmal. In dem Fall eröffnet er bei uns Wall Street ja um 15:30 Uhr, also hier 16:30 Uhr hinschreiben bis 22 Uhr, bedeutet also dann 22:59 Uhr. Ja, und als Namen, ja, kann ich jetzt New York Cash hinschreiben oder was immer Sie möchten, ja. Das ist einfach für Sie, damit Sie einfach eine Orientierung haben, wenn Sie hier die Offline-Charts dann durchgehen, ganz genau wissen, ah ja, genau, das war ja der Chart für den US-30. So, da ist er. Doppelklick,
Jetzt nehme ich wieder meine Vorlage hier, den lösche ich. So, und Sie sehen, vielleicht kann ich das hier parallel laufen lassen. Ja, überhaupt keinen Unterschied. Es wird eins zu eins übertragen. Also Sie haben da keine Verzögerung oder sonstiges. Und das Schöne ist ja, Sie brauchen das nicht jedes Mal machen. Sie können jetzt tatsächlich den Chart offen lassen und dann haben Sie tatsächlich hier in dem Fall die Kurse vor Wall Street Eröffnung ausgeblendet. Ja, schauen wir mal hier. Die Eröffnung war entsprechend um 16 Uhr. Sie sehen wieder 22:55 Uhr MetaTrader-Zeit gestern und dann heute 16:30 Uhr. Auch hier erkennen Sie ja durch sogenannte Gaps, Kurslücken, dass hier tatsächlich auch eine andere Eröffnung war. Ja, sehen Sie hier oben, hier auch nochmal. Und so haben Sie die Möglichkeit, die für manche Kunden unbeliebten Nachtkurse auch entsprechend ausblenden zu lassen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Indikatoren, die Sie hinzufügen, selbstverständlich, weil die dann ja, diese Price Action, diese Kursstellung als Grundlage für die Berechnung nehmen. Ja, also wenn wir hier jetzt ein RSI einblenden, dann nimmt er natürlich diese Kurse hier als Grundlage und nicht den normalen Kurs. Und wenn wir jetzt auch hier die Zeiteinheit ändern, dann schauen wir mal, ob es auch tatsächlich funktioniert. Ja, sehen Sie, hat er die Zeiteinheit mit übernommen und entsprechend in eine Stunde übernommen. So, dann ist hier die Frage, funktioniert er durch die Periodentrennung nicht mehr? Ja, tatsächlich erkennt der Indikator oder beziehungsweise hier dieser Offline-Chart bei diesem Indikator die Periodentrennung nicht korrekt. Und wir sind da schon dran mit den Entwicklern, dass das entsprechend angepasst wird. Ja, also hier in dem Fall, also in diesem Offline-Chart, die Periodentrennung nicht berücksichtigen, weil sie eben nicht korrekt sind. Okay, also können Sie dann gegebenenfalls wieder deaktivieren und dann kurz markieren, wann der Chart, ja, wann der neue Tag tatsächlich angefangen hat. Ja, gut. So, nächste Frage: Müssen die Offline-Charts mit jedem Neueinloggen wieder neu gestartet werden? Ja, nee, tatsächlich nicht. Ja, das ist das Gute daran. Sie können jetzt wirklich hier alles offen lassen. Ich kann ja gerne auch mal zeigen, dass es auch wirklich klappt. Dann werde ich mal kurz den MetaTrader schließen. So, und dann jetzt wieder öffnen. Und Sie sehen, die Kursdarstellung funktioniert wieder einwandfrei. Ich weiß, woher die Frage kommt, denn beim Periodenkonverter, da war es nämlich so, dass man teilweise wirklich jedes Mal das Skript neu laden musste, ne? Aber hier funktioniert das einwandfrei. Gut, das war's dann zum Bar Changer. Also wirklich sehr, sehr sinnvoll, wie ich finde. Und so haben Sie mir die Möglichkeit, eben den X-DAX darstellen zu lassen, F-DAX, New York Cash, also Wall Street und. Okay? Dann kommen wir zum nächsten Indikator. Beziehungsweise ich war Ihnen noch einen Indikator schuldig, der letztes Mal leider nicht ganz funktioniert hatte und das war der Chart-in-Chart-Indikator. Und wir nehmen jetzt mal, ja, wir können ruhig den US 30 drin lassen. Ich hatte schon letztes Mal hier ein paar Erklärungen dazugegeben, deswegen bitte einfach das andere Video sich anschauen. Ich werde es einfach nochmal hinzufügen, damit Sie es sehen, dass es tatsächlich auch funktioniert. Vielleicht ein ganz kurzes
ganz kurze Erklärung. Also Sie können hier einen weiteren Chart hinzufügen und haben dann entsprechend zwei Charts, die Sie vergleichen können. Und mit diesem Indikator haben Sie sogar die Möglichkeit, in diesem Chart Indikatoren hinzuzufügen. Jetzt sehen Sie, es sind ein paar vorgegeben, aber ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen die wichtigsten. Aber Sie können jetzt nicht ja, individuelle Indikatoren in diesem neuen Chart reinladen. Das funktioniert nicht. Aber ich denke, das ist das kleinstere Übel. Okay, und dann so. Sie sehen, das funktioniert jetzt auch wunderbar. Ja, na, letztes Mal war es nicht so. Jetzt klappt alles prima. Ja, und dann können Sie natürlich mit so einem Chart auch die Korrelation schön sehen. Ja, wir sehen hier wunderbar, wie der Euro steigt und in dem Fall US-30 fällt. Natürlich beachten wir, dass wir uns jetzt hier M5 angucken. Also natürlich sehr kurzfristig, aber es gibt ja durchaus Strategien, die darauf beruhen. Wir könnten jetzt, um das hier zu untermauern, noch den Korrelationstrader hinzufügen. So. So, dann gehen wir hier oben nicht den DE30, sondern US-30 ein. Und hier ist das in dem Fall eine Stunde. Ja, wir könnten das natürlich hier, um das zu vergleichen. Genau. Ja, also im Prinzip haben wir hier die gleiche Anzeige, nur ich finde hier etwas schöner, weil man dadurch auch hier durchaus reinzeichnen kann, also auch Analyse betreiben kann. Hier haben Sie den Chart und können natürlich erkennen und haben auch den Wert der Korrelation, also in dem Fall minus 85%, also sehr ziemlich hoch und negativ korreliert. Aber ich denke auch eindeutig zu sehen. Und haben dadurch jetzt einfach nur eine weitere Möglichkeit hier, zwei Charts miteinander zu vergleichen, ja, neben dem Korrelationstrader. Gut, so, das war dann nochmal als Ergänzung zum letzten Mal. Dann machen wir weiter. So. Wir werden das hier schließen, das aufschließen und das aufschließen. So. Und haben dann als nächstes, das war das, ja gut, dann haben wir hier den Donchian Channel oder Donchian Channel, je nachdem, ich weiß gar nicht, was tatsächlich da der richtige Ausdruck ist oder die Aussprache, aber Sie haben sicherlich von diesem Indikator schon mal gehört. Nun haben Sie das hier auch im MetaTrader drin. Von den Einstellungen her sollte das auch relativ ja, einfach sein zu verstehen. Was hier vielleicht zu erwähnen ist, Sie haben hier auch eine Alarmfunktion und dieser Alarm geht auch nur einmal pro Kerze. Ich werde das mal hinzufügen, damit Sie auch verstehen, was ich meine. So, dann hier zum Beispiel, als diese Kerze hier den Dongchen Channel berührt hat oder durchkreuzt hat, dann hätten Sie einen Alarm jetzt bekommen, aber auch nur einmalig pro Kerze, ja, weil sonst, je nachdem, wie gerade der Preis sich bewegt, dann würden Sie ja ständig hier irgendwelche Alarme kriegen. Also einmal pro Kerze. Ja? Ansonsten, ich schaue mal, was eventuell noch. Genau, vielleicht das noch hier erwähnenswert. Shift back by bars. Also, der nimmt hier für die Berechnung die letzte Kerze plus x, in dem Fall 20, also die letzten 20, angefangen mit der
letzten Kerze und nicht die aktuelle. Wenn Sie die aktuelle mit berücksichtigen möchten, geben Sie einfach hier eine 0 ein. Ja, dann nimmt er auch die aktuelle mit in die Berechnung. Ansonsten die letzte und hier entsprechend die letzten 20. Okay. Ich denke, dazu gibt es keine Fragen. Ne? Also auch dazu gibt es ein Benutzerhandbuch. Sollte verständlich sein. Super. Dann Freehand Drawing hatte ich Ihnen schon gezeigt. Gravity. So, Sie haben nicht viel zur Auswahl, wie Sie sehen. Also viel einstellen kann man da nicht. Eventuell noch hier Time Period, Normal und Short Term. Vielleicht schon mal vorweg. Short Term würde Sinn haben, wenn Sie in kleinere Zeiteinheiten unterwegs sind. Ich sage jetzt mal M5 und M15 auch noch. Ansonsten, wenn Sie normal lassen, eben größere Zeiteinheiten, machen wir ruhig jetzt hier Short Term. Und ja, die Farbeneinstellung können Sie selbstverständlich individuell gestalten. Ich werde jetzt einfach hier das hier etwas anders machen, weil ich ja schwarz als Hintergrund habe. Wird aber trotzdem etwas teilweise schwer zu sehen sein, aber nichtsdestotrotz doch erkennbar. Und zunächst sehen Sie einfach jetzt diese Farben mit ja, unterschiedlicher Stärke. Und dieser Indikator zeigt hier, wo, ich sag mal, wo am meisten Bewegung, Volatilität war, ja. Also in dem Bereich, überall wo es dunkelblau ist, gab es sehr viele Marktbewegungen in diesem Bereich hier, was dann letztendlich, je nachdem, eine starke Unterstützung oder Widerstand bedeuten kann. Und je heller, umso, ja, weniger Marktbewegung gab es in dem Bereich. Sie sehen hier, und hier ab hier zum Beispiel war ja ursprünglich weiß, ne, haben Sie ja gesehen. Also hier war relativ wenig Bewegung und Aktion und deswegen eine mögliche Deutung ist dann, wenn der Preis dann hier runterkommt, tatsächlich, dass da wenig Widerstand ist und der Preis eben keine Probleme hätte, weiter hier in dem Bereich zu fallen. Es ist natürlich ab dieser Kerze rückwärts betrachtet und zeigt dann halt für die Zukunft, wo mögliche Unterstützung und Widerstände wären. Okay? Nun gibt es hier aber eine wunderbare Funktion, die allerdings etwas versteckt ist. Nehmen Sie eine Linie hier rein und ich sage jetzt einfach mal bis zum Vortag und bezeichne diese Linie. Jetzt muss ich mal gucken. So, bezeichne diese Linie halt G Start und er berechnet dann diese Levels ab oder bis zu dieser Linie. Ja? Nicht ab, sondern bis zu dieser Linie. So haben Sie wirklich dann, wenn Sie zum Beispiel den Vortag nehmen und die letzten Tage dann und wollen dann schauen, wie dann der heutige Handelstag wird, dann haben Sie schon vorab solche Bereiche, wo Sie dann entscheiden können. Ne? Das liegt bei Ihnen, ob Sie diesem Indikator trauen oder nicht. Aber dann wissen Sie, okay, hier werde ich doch eventuell Widerstand erwarten können. Und wenn der Preis dann hier runterfällt, dann ja, wenig Widerstand und könnte entsprechend einen Kursrutsch geben, was jetzt in dem Fall jetzt auch so aussieht. Ne? Sie sehen, bis für den heutigen Tag hat der Indikator das angezeigt und dann hätte man sich darauf eingestellt, aha, hier habe ich wirklich viel Bewegung in der Vergangenheit gehabt. Ich befinde mich jetzt unterhalb
dieses Bereiches könnte eventuell doch in dem Fall ein Widerstand sein und einen möglichen Short-Bereich. Sie können das natürlich ergänzen mit klassischer technischer Analyse. Schauen Sie wirklich links in den Chart, was ist passiert hier? Und ja, der US-30 ist ja jetzt auch wirklich in der Seitwärtsphase gelaufen. Und der Indikator hat das dann entsprechend zusammengefasst. Und hier insbesondere diesen Bereich und hier oben diesen Bereich als sehr markant hervorgehoben. Ja, wir können mal jetzt einfach mal willkürlich andere Beispiele nehmen. Hier zum Beispiel. Sie sehen ja, das ist ja wirklich, ich muss das hier noch anpassen. So, bei Forex fängt das bei 0 Uhr an. Sie sehen ja, der Indikator verändert sich auch nicht. Ja, der bleibt auch so. So, der berechnet ab hier wirklich 0 Uhr, egal was der heutige Tag, was um 9 Uhr passiert ist oder was während der Asien-Session passiert ist, verändert sich nicht. Und in dem Fall, sagen wir mal realistisch gesehen, Sie sind ein Frühaufsteher, dann ab 7 Uhr, also 8 Uhr MetaTrader-Zeit, haben Sie sich den Chart angeguckt, haben gesehen, aha, Pfund, okay, hat sich jetzt hier ziemlich seitwärts bewegt und wir befinden jetzt hier uns hier oberhalb dieser markanten Stelle. Der Indikator hat das als ziemlich stark ja, hervorgehoben. Könnte ein möglicher Support sein. Und Sie sehen, dass der Chart hier wirklich immer wieder abgeprallt ist und dann ab Frankfurt hier um 9 Uhr ging der Chart da tatsächlich nach oben. Und Sie sehen aber auch, dass dieser Chart hier auch dieser Bereich hier auch als markant dargestellt wird und Cable auch hier tatsächlich abgeprallt ist, ja, und wieder nach unten. Aber das ist kein heiliger Gral, meine Damen und Herren, ja, also nehmen Sie das als Unterstützung, wenn Sie möchten, vertrauen Sie nicht nur auf diese Indikator, ja, weil sonst, ja, werden alle ziemlich schnell reich, wenn Sie nur danach handeln möchten. Aber Sie könnten ja zum Beispiel mit weiteren Indikatoren ergänzen, mit High-Low, also Vortageshoch, Vortagestief. Ich weiß jetzt nicht, ob Gelb jetzt die richtige Farbe ist, aber schauen wir mal. Mann, ich muss ja für den Vortag machen, nicht Current Bar, Previous Bar. So, ja gut. Na, Vortageshoch war hier oben, alles klar. Also oberhalb dieser Bereiche hier. Aber wie gesagt, nur als Idee. Sie könnten jetzt hier auch Pivotpunkte ergänzen etc. um zu schauen, passt das denn hier auch mit diesen ja, Markierungen. Vielleicht noch ein Beispiel, dann sollten wir auch weitermachen. Auch hier, weil wir heute Nacht ja auch die Zinsentscheidung in Australien hatten. Wie gesagt, das ist jetzt nicht hier nachträglich vom Indikator verändert, sondern wirklich ab hier schon eingezeichnet. Ja, also das kannten wir nicht. Trotzdem hat sich der Indikator nicht verändert. Und auch hier, obwohl Zinsentscheid war, hat der Indikator hier diesen Bereich hier hervorgehoben als ja, möglicher Support. Und mal abgesehen vom Spike hat das dann tatsächlich auch hier gedreht und ist nach oben gegangen. Aber jetzt auch mal ein schönes Beispiel, dass es nicht immer klappt. Hier war je nachdem, wo wir uns gerade befinden, also von unten gesehen, war das dann natürlich ein Widerstand. Ist zwar hier kurz abgeprallt, aber Momentum war so stark, dass entsprechend hier der Chart oder die Preisbewegung einfach durchgegangen ist. Ja, Sie sehen, heute war der Aussie nicht zu halten. Okay, also das war jetzt doch ein gutes Beispiel, um Ihnen zu zeigen, dass das hier kein
heiliger Gral ist und durchaus hier auch, ich nenne sie jetzt mal, obwohl das ja keine Signale sind, aber auch mal Fehlsignale geben. Okay? Gibt es dazu eine Frage? Scheint bis jetzt nicht der Fall zu sein. Testen Sie mal ein bisschen rum. Wie gesagt, versuchen Sie, das eventuell als Ergänzung zu nehmen zu Ihrem Pivotpunkt, oder Sie haben selber Unterstützungen und Widerstände eingezeichnet und schauen Sie, ob der Indikator Ihnen da, ja, ich will nicht sagen Recht gibt, aber ob der das bestätigen kann oder nicht, und können dann entsprechend das als Hilfe nehmen. Gut, dann werden wir das hier wieder entfernen und nehmen dann den nächsten Indikator, der neu dazugekommen ist, und zwar Keltner Channel. Haben, ich denke mal, doch einige auch schon gehört, und auch hier vielleicht ganz kurz, das sind eigentlich ja, vergleichbar mit den Bollinger Bänder oder Bollinger Bands, außer dass hier der ATR herangezogen wird für die Berechnung, anders als beim Bollinger Bands oder Bollinger Bänder, die Standardabweichung. Ja? Und auch hier können Sie entsprechend einstellen, wie Sie das haben möchten. Und Sie haben auch hier eine Alarmfunktion, falls das obere Band oder eben das untere Band gebrochen wird, dann kriegen Sie eine Benachrichtigung. Ich kann es ja einmal kurz hinzufügen, damit Sie das auch sehen. Gut, ich habe es jetzt einfach die Standardeinstellung genommen, aber Sie haben dann entsprechend hier die Möglichkeit. Okay, dann haben wir noch Magnifier. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich schönes Tool. Auch hier gibt es ein paar verschiedene Einstellungen. Ich werde einfach mal kurz den Indikator hinzufügen, dann können wir das auch zusammen durchgehen. Dieser Indikator fungiert als ein, ja, wie so ein Scanner, ja. Wenn Sie sehen, wenn ich hier durch den Chart gehe, dann zeigt er mir diesen Bereich hier, diese Markierung im 1-Minute-Chart an. Das bedeutet, ich kann mir dann im M5 anschauen, wie da die Kursgestaltung oder die Price-Action im 1-Minuten-Chart war, und muss keinen neuen Chart dafür aufmachen. Na, finde ich ganz spannend eigentlich. Wir können es ja mal eventuell so im H1, dann sehe ich hier, im M30 war das entsprechend so. Und dann sehen Sie halt den Chartverlauf in der nächste untere Zeiteinheit, in der nächsten kleinere Zeiteinheit. So, jetzt gehen wir mal kurz in die Funktion. Also sehen wir hier Chart Time Frame, Auto Next Time Frame Down, also hier die nächste kleinere Zeiteinheit. Sie könnten es aber natürlich selber verändern, wie Sie möchten. Und hier die Chart-Einstellung, also hier die Darstellung, haben Sie hier die verschiedenen Möglichkeiten entsprechend ja, zu verändern. Und wie das Ganze hier dargestellt wird mit Grids, also mit den Linien hier vertikal, horizontal und so weiter. Ja? Gut, gibt es dazu eine Frage? Okay, wunderbar. Dann machen wir weiter. Der nächste neue Indikator, der dazugekommen ist, der Mini-Chart. Und hier bleiben wir direkt auch bei den Einstellungen, denn hier gibt es doch einiges, was man ja, nehmen kann. Chart-Symbol können Sie natürlich current lassen, also Sie wollen auch den Aussie entweder in eine andere Zeiteinheit darstellen oder tatsächlich auch als anderen Charttyp
werde ich Ihnen zeigen, was da alles möglich ist. Aber Sie hätten auch die Möglichkeit, einen ganz anderen Chart darstellen zu lassen. Ja, also wenn Sie, nehmen wir jetzt das Beispiel, was hatten wir vorhin, US-30, Euro, US-Dollar, dann haben Sie hier den US-30-Chart und wollen dann aber trotzdem sehen, was der Euro in dem Moment macht, dann können Sie hier einen Mini-Chart entsprechend hinzufügen. Wir lassen das jetzt einfach mal mit dem Aussie auch hier. Und Invert Prices bedeutet einfach, dass er dann hier nicht australischer Dollar, US-Dollar anzeigen wird, sondern genau umgekehrt, also US-Dollar gegen den australischen Dollar. Das werde ich aber jetzt auch hier nicht. Ich will Ihnen einfach ganz kurz zeigen, was möglich ist. Chart Timeframe, und jetzt kommt hier, Sie sehen, Sie haben hier eine riesige Auswahl. Ja, also Sie können verschiedene Zeiteinheiten darstellen, was ja so im MetaTrader standardmäßig nicht möglich ist. Dann haben Sie hier sogar die Möglichkeit, Tickbars und Ticklines, S5, S10, S15 sind sogenannte Seconds-based Charts. Also in dem Fall 10-Sekunden-Charts sozusagen, ja. Bei diesen Charts hier müssen Sie natürlich beachten, dass es keine Historie gibt. Also wenn Sie den Charts hinzufügen, werden Sie keine Historie sehen, weil der MetaTrader als kleinste Einheit den Minutenchart hat, ja. Und von daher, sobald Sie den Chart jetzt als Beispiel S10 hinzufügen, dann beginnt auch die Darstellung ab dem Moment, wo der Chart hinzugefügt wird. Okay? Und dann selbstverständlich, je nachdem, wie lange Sie laufen lassen, dann bildet sich natürlich auch eine Historie. Aber das ist, weil aufgrund der Einschränkung des MetaTraders, der standardmäßig nur den M1-Chart hat, ist hier keine Historie darstellbar. Nichtsdestotrotz eine sehr schöne Funktion. Dann haben Sie Range Bars, Standard und Staked. Staked bedeutet einfach, dass ja, Range Bars, die in gleiche Richtung gehen, zusammengefasst werden. Ja, nichts anderes. Ansonsten haben Sie auch Renko, Standard und bis US Tails, also mit Dochten, Kagi Chart, Point and Figure Chart. Okay? Die einzelnen Charts werden wir jetzt nicht durchgehen, aber wenn da gewünscht ist, können wir gerne mal ein Webinar machen zu den verschiedenen Chart-Typen und dann erkläre ich Ihnen auch sehr gerne im Einzelnen, was das dann für Charts sind. Wir nehmen jetzt einfach mal, ja, halten es mal einfach, den oder wir machen einfach, wir machen verschiedene, machen den Tageschart. Und hier einfach ein bisschen als andere Darstellung nehmen wir Heike Naschen. Aber Sie sehen, Sie haben auch die Möglichkeit als Three-Line-Break, haben Sie eventuell schon von gelesen, Two-Bar-Average oder Three-Bar-Average, ja. Wir nehmen das mal als Heike Naschen. Diese Einstellung hier können Sie in dem Fall vernachlässigen, weil diese hier, die für die Ticks-Chart und Renko Range KG und so weiter notwendig sind. Aber in dem Fall brauchen wir das nicht. Das sollten Sie auch, weil das sollten Sie auch lassen. M1, das ist nämlich für die Berechnung. Und dann nehmen wir natürlich die kleinste Einheit, die im MetaTrader möglich ist, damit wir auch entsprechend, so gut es geht, genaue Daten bekommen und dann ja ganz normal hier Drawing Settings, also wie die Darstellung sein soll und so weiter und so fort. Können Sie aber ein bisschen mit rumspielen. Und Sie haben auch hier die Möglichkeit, Indikatoren hinzuzufügen. Wir können ja mal, ja, Bollinger Bänder sollten eigentlich schon standardmäßig eingestellt sein. Ich trage es aber trotzdem nochmal ein. Vielleicht noch eine andere Farbe. Ja, so.
Dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, Sie sehen, hier haben Sie dann den Heike Naschen als den Tageschart als Heike Naschen plus zusätzlich die Bollinger Bands, also die Bollinger Bänder drin. Und dann können Sie dann schön vergleichen, aha, wo bin ich hier im Tageschart? Okay, wunderbar. Und gleichzeitig haben Sie hier den Stundenchart. Ne? Also Sie nehmen das hier als Orientierung. Und vielleicht haben Sie gerade gesehen, dass ich hier dieses Fenster vergrößert habe. Gehen Sie einfach hier an den Rändern entlang und ja, je nachdem, wo Sie den festhalten, mit der linken Maustaste gedrückt halten und dann können Sie entsprechend verschieben, so wie Sie das haben möchten. Ja, so, dann machen wir aber noch einen Chart. Und das ist das Gute an diesem Indikator. Oder anders, weil es eben ein Indikator ist, können Sie das mehrmals hinzufügen. Na, Sie kennen das ja bei Expert Advisors, dass Sie nur einen pro Chart hinzufügen können. Indikatoren ist das anders. Und hier können wir entsprechend einfach noch einen hinzufügen und nehmen wir dann hier mal Renko zum Beispiel, lassen bei 10. Ja, können wir eigentlich alles so lassen. Dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Und dann haben Sie hier noch zusätzlich Renko-Charts, die natürlich, Achtung, nicht periodenabhängig ist, ne? Denn Sie haben ja diese Blöcke hier, wo Sie eine bestimmte Größe vordefinieren. In dem Fall haben wir, glaube ich, 10 Pips, glaube ich, eingestellt, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, jeder hier ist 10 Pips groß und ja, Sie sehen ja hier den Verlauf. Ja, gut, dann können Sie natürlich hier so anordnen, wie Sie möchten und so weiter. Finde ich auch wunderbar. Haben Sie dazu eine Frage? Okay, keine Fragen. Interpretiere ich so, dass Sie alles verstehen, dass ich Ihnen das gut erklären kann. Ja, ansonsten haben Sie aber wie gesagt, Benutzerhandbücher bei uns auf der Webseite und können uns jederzeit auch dazu fragen. Dann kommen wir noch zum nächsten Indikator. Ah, es hört gar nicht auf mit den neuen Indikatoren. So, Symbolinfo. Und dieser Indikator ist dazu da, einfach einen Gesamtüberblick des Wertes zu geben, heißt, wie gerade das Bias ist, also ist dieser Wert eher im Moment short oder long ausgerichtet und das wird anhand verschiedener Indikatoren dann dargestellt, aber auch die aktuelle Performance vom Schlusskurs, vom Eröffnungskurs aus gesehen. Und genau, wenn Sie hier Timeframe for Percent Change Tageschart nehmen, was sinnvoll ist, aber Sie können natürlich auch hier verschiedene Zeiteinheiten nehmen, um einfach zu schauen, wie ist da die Performance der letzten Stunde oder was auch immer. Theoretisch könnten Sie, wenn Sie hier jetzt 5 eintragen würden, könnten Sie dadurch die Performance der letzten 5 Tagen dann berechnen lassen. Ja, wir lassen das jetzt bei Standard. Und auch hier haben Sie verschiedene Indikatoren, die Ihnen auch zeigen sollen, wie gerade die Marktausrichtung ist. Und Sie haben hier die Möglichkeit, weitere hinzuzufügen. Ja, hier sind einige Indikatoren bereits vorhanden. Und ich klicke jetzt einfach mal auf OK. So, und dann sehen Sie jetzt für den heutigen Tag ist der Aussie plus 74 Pips vorne. Und das macht dann
als Performance plus 0,08%. Gleichzeitig sehen Sie hier in verschiedenen Zeiteinheiten, wie die Indikatoren entsprechend sich gerade verhalten. Und Sie merken hier in den höheren Zeiteinheiten sind die Indikatoren alle noch relativ bullisch. Und in der Zeit, in den kleineren Zeiteinheiten wechseln gerade die Indikatoren zu Short, zu Short, und Sie sehen auch hier die Bewegung. Also müssen Sie natürlich auch hier aufpassen, wie Sie das Ganze deuten, je nachdem, in welcher Zeiteinheit Sie unterwegs sind. Aber so haben Sie einen Überblick, ja, wie ist gerade die Marktlage für den Aussie, und was Sie hinzufügen könnten, um einfach, wenn Sie zum Beispiel morgens starten möchten, dann nehmen Sie noch hier den Sentiment Trader. So, der ist hier, genau. Und wir sind im 1-Stunden-Chart. Da wechseln wir auch hin. Und dann sehen Sie, dass im Moment tatsächlich nur 34% aller Trader, die jetzt in dieser Datenbank gesammelt werden, also es ist wirklich repräsentativ, sind jetzt nicht nur die Kunden von FXWebs, sondern verschiedene Broker, die da entsprechend ja, die Daten geben. Und dann können Sie sehen, 34% sind aktuell nur noch long, ja. Und nach Adam Riese müsste es ja dann 66% sein, die bereits short eingestellt sind, okay, im 1-Stunde-Chart. Aber zum Sentiment Trader hatten wir bereits schon auch gesprochen. Nichtsdestotrotz finde ich das als eine gute Kombination zu diesem Symbol-Info-Indikator, um einfach da ja, eine gewisse Information zu kriegen, wie ist der Markt gerade eingestellt. So, dann ist hier noch die Frage, kann man die Fenster nacheditieren? Ich denke, die Frage bezieht sich noch auf den Mini-Chart. Korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Also ich denke mal, Sie wollen hier irgendwas einzeichnen etc. Ja? Wir sehen, können Sie nicht. Also Sie können tatsächlich dann, wie gezeigt, die Möglichkeit nehmen, hier Indikatoren hinzuzufügen, aber es ist wirklich nur als Hilfe gedacht, um Ihnen einfach einen Überblick zu geben, okay, im D1 sieht das gerade so aus. Und ja, aber tatsächlich handeln Sie oder bewegen Sie sich ja im 1-Stunden-Chart. Deswegen vielleicht dann als Alternative hier Chart in Chart. Und dann entsprechend, wenn Sie jetzt einen anderen Wert nehmen, hier nehmen, und da können Sie auch technische Analyse betreiben. Okay. Gut, zu den Indikatoren war es das. Gibt es da eine Frage? Ich habe natürlich noch was vorbereitet. Also bitte noch nicht gehen. Ist noch nicht ganz vorbei, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist. Aber zunächst einmal, sind zu den Indikatoren noch Fragen? Ansonsten schließen wir hier ab. Ich wiederhole es nochmal. Sie haben Benutzerhandbücher bei uns auf der Webseite und können uns jederzeit dazu Fragen stellen. Okay, da kommen keine Fragen. Wunderbar. Und zwar wollte ich noch ein Thema aufgreifen. Und zwar war das, wie man
Teilschließungen durchführen kann, ohne dass man selber am PC ist. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt hier in dem Markt, na, das war natürlich kein gutes Beispiel, weil ich ja keine Position schließen kann, sondern nehmen wir mal ein Lot. Gut. So, natürlich haben Sie eventuell hier noch einen Stop-Loss, ja, so, und vielleicht noch hier ein Take-Profit. So, das machen Sie dann morgens oder wann auch immer und sagen, okay, Mist, ich kann jetzt nicht hier verfolgen und manuell dann eine Teilschließung vornehmen. Wie kann ich das einigermaßen automatisieren? Es gibt die Möglichkeit mit dem Mini-Terminal, wenn Sie natürlich einmal Mini-Terminal in den Chart reinladen und dann entsprechend hier eine Trendlinie einzeichnen. Sagen wir, ich wechsle mal hier den 5 Minuten. Angenommen, Sie sagen, okay, hier möchte ich die erste Teilschließung durchführen. Klicken jetzt mit Steuerung. Warten Sie, das muss ich. Na. Das war die falsche Taste. Ich habe Ihnen Steuerung gesagt. Ne? Alt müssen Sie, die Alt-Taste müssen Sie drücken. Ja, Steuerung war eine andere Geschichte. Die Alt-Taste drücken und den Chart, die Trendlinie markieren und dann bekommen Sie dieses Fenster, sogenannte Smart Lines. Und diese Linie können Sie dann als Take Profit einstellen, als Stop Loss und so weiter. Sie wählen entsprechend die Ordernummer. Ja, können Sie auch wunderbar vergleichen hier mit dieser Ordernummer hier, die Sie auch tatsächlich im Chart sehen. Wenn Sie mehrere Positionen im Markt haben, dann entsprechend die richtige Position auswählen. Wir sagen jetzt hier Take Profit und nehmen dann von der Handelsgröße entweder dann 0,5 Lots raus oder in Prozenten einfach 50%, ja? Dann können Sie, wir haben ja hier noch Zusatzfunktionen, alle Pending Orders löschen etc. Dann okay. Und dann sehen Sie hier im Chart, dass diese Linie als Teilschließung vorgemerkt ist. Und ja, jetzt läuft der Chart. Ne? Sie können das auch verschieben, aber läuft der Chart jetzt natürlich nicht in unsere Richtung. Vielleicht werde ich das als noch hier einen Stop einbauen. Mal gucken, ob ich schnell genug bin. Diese, dann Stop-Loss 50% speichern. Dann schauen wir mal, ob der das auch dann macht. So, wir haben hier noch eins. Wechseln wir vielleicht in 1 Minute. Und dann mal gucken, ob das dann auch gleich macht. In der Zeit erkläre ich Ihnen noch, wie Sie einen Zeitstopp einbauen können. Und zwar, Sie sehen, hat dann 50% der Position geschlossen. Ja, das hat wunderbar geklappt. Sie sehen also, Sie brauchen dann nicht mehr vor dem PC sitzen, wenn Sie da Teilschließungen durchführen möchten. Aber Sie müssen den MetaTrader offen lassen, weil ansonsten funktioniert das natürlich nicht. Das sollten Sie beachten, denn diese ganze Struktur, diese Funktionen werden vom Mini-Terminal, von dem Expert Advisor verwaltet und nicht vom Server. Ja, das wird nicht an den Server übertragen und von daher kann das auch nicht ausgeführt werden, wenn der MetaTrader geschlossen ist. Von daher,
als Tipp generell, wenn Sie viel mit Expert Advisor arbeiten, egal ob jetzt MetaTrader Plus oder andere, und Sie lassen den EA Ihre Position verwalten, haben Sie trotzdem am besten immer noch einen Katastrophenstopp, nenne ich jetzt mal, im Markt. Denn der Stop ist dann auch tatsächlich im Server, an den Server übertragen worden. Und sollte der PC in Rauch aufgehen, Internetleitung funktioniert nicht mehr oder was auch immer, dann ist Ihre Position abgesichert, ja. Und dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, vielleicht mit dem Smartphone oder einem anderen Rechner, über den WebTrader oder vielleicht haben Sie noch woanders den MetaTrader installiert, dann nochmal darauf zuzugreifen. Aber Sie haben einen Stop drin, ja, der Sie dann vor größeren Schäden schützt. Wenn Sie alles nur vom Expert weiter verwalten lassen, was ja möglich ist, oder das ist Ihre Entscheidung selbstverständlich, müssen Sie aber dann immer im Hinterkopf behalten, dass die ganze Verwaltung vom Expert Advisor vorgenommen wird und das nicht an den Server übertragen wird. Bedeutet selbstverständlich, der Stop wird übertragen, Take Profit wird übertragen, also egal was mit dem MetaTrader passiert, das ist auf jeden Fall im Markt drin. Trailing Stop wird aber nicht übertragen, das wird immer vom Programm verwaltet. Und natürlich jetzt hier, wie im Beispiel gezeigt, so solche Teilschließungen mit dem Mini-Terminal. Ja? Und auch andere Expert-Advisor, die Sie benutzen, egal woher Sie den haben. Das sollten Sie immer dann entsprechend berücksichtigen. Gut, wir haben jetzt auch die Zeit gut gefüllt, hoffe ich. Sie haben jetzt natürlich noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ah, hier ist noch eine Frage. Können Sie mir bitte mal sagen, welches Hoch Sie im DAX um 10:02 in der 1-Minute-Kerze haben? 10:02 deutscher Zeit oder MetaTrader-Zeit? Das wäre eventuell noch wichtig zu wissen. MetaTrader 4 Zeit. Okay. So, dann 10:02. Jetzt kommen wir der Sache näher. Okay. Da ist 10:02. Und das Hoch hier war bei 339 und 65. Ja, auch hier vielleicht noch ganz kurz. Ich werde dann auch ab und zu gefragt, wie man eigentlich dieses Datenfenster bekommt, weil wenn man merkt, wenn ich es hier halte, dann passiert nichts. Oder wenn ich es hier halte, passiert auch nichts. Eigentlich gibt's da, ist ganz einfach, Sie müssen immer den Schlusskurs berücksichtigen. Ja, bedeutet hier bei der Kerze selbstverständlich eine bärische Kerze, also ist der Schlusskurs unterhalb des Eröffnungskurs. Und wenn Sie daran halten, dann kriegen Sie auch die Information. Umgekehrt natürlich bei einer bullischen Kerze eben hier oben an dem Schlusskurs. Ja, dann kriegen Sie auch die Infos. Ich habe schon Leute verzweifeln sehen, die dann versucht hatten, hier die Informationen zu bekommen. Ja, okay, exakt identisch, wunderbar. Ja, prima, wunderbar. Gut, dann, wenn keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich wirklich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie teilgenommen haben und mir doch gespannt zugehört haben, hoffe ich. Wenn Fragen sind, einfach melden. Ansonsten das Webinar sich nochmal anschauen oder uns anrufen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke nochmal und wie immer passen Sie auf Ihre Positionen nach.
Tschüss.